Hallo und willkommen bei smarthomeblogger.de. In Teil 2 des Tutorials Sensorwerte in Datenbank speichern werden die letzten beiden Skripte angelegt. Letzte Woche habe ich dir im ersten Teil gezeigt, wie du die Datenbank vorbereitest und das erste Skript anlegst. Hier kannst du dir das letzte Video ansehen. Für das erste der beiden neuen Skripte verbindest du dich per FileZilla mit deinem Server, erstellst im Hauptverzeichnis ein neues Skript namens api.php und öffnest es. Dieses Skript ist die Schnittstelle zwischen allen möglichen Apps und dem Smart Home System. Sie wird auch von dem Skript verwendet, das als nächstes angelegt wird. Als erstes wird im Skript die Verbindung zur Datenbank hergestellt und die benötigten Dateien inkludiert. Danach wird mit einer if-Abfrage geprüft, ob die Nutzerdaten korrekt sind und falls ja, mit einem Switch-Block die gewünschte Aktion ausgeführt. Lautet die Aktion getSensorData, so wird die Funktion getSensorData mit den übergebenen Parametern ausgeführt und das Ergebnis ausgegeben. Anschließend wird die Funktion validateUser erstellt, die später überprüft, ob die Nutzerdaten mit denen eines registrierten Nutzers übereinstimmen. Die Funktion wird in einem anderen Tutorial genauer implementiert und gibt jetzt immer true zurück. Speichere das Skript und lade die Änderungen auf den Server hoch. Jetzt wird im Ordner Python die Datei savesensordata.py angelegt und geöffnet. Mit diesem Skript werden regelmäßig alle Sensorwerte abgefragt und in die Datenbank geschrieben. Dazu werden als erstes ein paar benötigte Bibliotheken importiert, eine Datenbankverbindung hergestellt, die vorläufigen Nutzerdaten angegeben und eine Funktion geschrieben, die als Parameter die Verbindungsart des Servers erhält, also WLAN 0 für WLAN und ETH 0 für LAN, und damit die IP-Adresse des Servers ermittelt, um auf die Schnittstelle zuzugreifen.
Danach wird die Funktion getData erstellt, die alle in der Datenbank vorhandenen Z-Wave-Sensoren abfragt und zurückgibt. Die Methode SaveSensorData fragt den Wert eines übergebenen Sensors über die Schnittstelle ab und schreibt ihn mit den entsprechenden Daten wie dem zugehörigen Raum, des Datums und der aktuellen Uhrzeit in die Datenbank. Am Ende des Skripts wird für alle Elemente der Rückgabe die Funktion SaveSensorData aufgerufen, um die Daten zu speichern. Speichere das Skript und lade die Änderungen hoch. Damit das Skript jetzt regelmäßig ausgeführt wird, wird ein crunchtab angelegt. Das machst du mit dem Befehl crontab-e. Am Ende dieser Datei fügst du nun deinen gewünschten Befehl ein. Ein Befehl hat die Form Stern, 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 Befehl. Der erste Stern steht für die Minuten von 0 bis 60, der zweite für Stunden von 0 bis 24, der dritte für die Tage von 1 bis 31, der vierte für die Monate 1 bis 12 und der fünfte Stern steht für die Wochentage von 0 bis 7, wobei 0 und 7 für den Sonntag stehen. In meinem Fall läuft das Skript zu jeder dritten vollen Stunde und sieht daher folgendermaßen aus. Für die Minuten eine 0, für die Stunden
0,3,6,9,12,15,18,21, dann 3 Sterne, da es jeden Tag in jedem Monat ablaufen soll und anschließend der Befehl, der ausgeführt werden soll. Dieser Befehl lautet sudo python slash var slash www slash html slash python slash safesensordata.py. Nach dem Befehl gibst du noch je nach der Verbindungsart deines Raspberry entweder WLAN 0 für WLAN oder ETH 0 für LAN an. Mit STRG und X schließt du die Datei, bestätigst das Speichern mit J und den Dateinamen mit der Eingabetaste. Jetzt kannst du deinen Pi mit sudo reboot neu starten und er speichert jetzt alle Sensorwerte nach deinem Zeitmuster in der Datenbank ab. Das war's jetzt mit diesem Video. Danke fürs Zusehen und hier kannst du dir noch die beiden letzten Videos ansehen.